Hallo, hallo, ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Edna bricht aus. Ja, wir sind jetzt in der Bar, wir haben es geschafft, dass Peter entflieht und der Barmann endlich mit uns reden kann. Einen Stinktrink, bitte! Ein Stinktrink, kommt sofort! Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Haben wir jetzt den Stinktrink? Wir haben den Stinktrink. Können wir den trinken? Das klappt so nicht. Warte. Warte. Item wählen. So, na warte. Item wählen. Ich muss verrückt sein. Ah, okay. Lecker Stinktrink. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Colonel. Ist eigentlich lustig, dass Colonel als Colonel ausgesprochen wird. Wie war der Drink? Durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinktrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem macht Sinn. Ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Aha! Okay, wir können jetzt quasi diese Fliege benutzen mit... Warte, Fliege benutzen mit ich Becher. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Das wollten wir auch erreichen. Jetzt können wir theoretisch den Kleiderbügel schon holen. Ja, dann kommen wir heute schon weiter als weit, Freunde. Ja, der Stinktrink, der war super lecker. Okay, moin. Ich habe da was für dich. Ein lecker Fossil. Oh, ist das zu fossen? Dino-Dienes im Bernstein eingeschlossen. Wie es sich gehört. Sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Das ist nur ein Kleiderbügel. Können wir mit dem schon in den Wäschelift? Oder müssen wir denen den Alumann geben? Weil ich kann mich erinnern, dass vielleicht die... Stopp! Nicht so schnell, Freundchen. Ich muss erst den Fahrschein sehen. Ja. Zeig dir den Fahrschein. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3, dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Na gut, dann hatte ich recht gehabt. Zufällig, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe, aber egal. Aluman, kannst du zufällig auch den Kleiderbügel 3 nehmen? Kannst du bitte... Ja, mein Kind? Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen? Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Danke, Aluman, du alte Socke. Ja, jetzt sind wir ja dran. Ja, jetzt können wir da rein. Ja, ja, den Fahrschein musst du sehen. Ich muss auch deinen Fahrschein sehen. Jetzt hört's aber auf erst. Sehr schön, du darfst passieren. Ja, danke. Sag ich ja. Hallo, Herr Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer ist denn das? Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin
Ein Mantel, verstehe. Nicht doch. Du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Okay. Bist du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Geh schon. Ich bin ein Gehrock, ich bin ein Gehrock, ich bin der Mantel und ich bin ein Gehrock. Nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Ja. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Mhm. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, hab ich leider vergessen. Na, no, wieso? Leider vergessen. Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Früher nannten sie mich Herr Toga. Okay, okay. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Glaubst du nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Ja, früher aber womit wäschst du? Beige. Beige? Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgetrocknet sind. Aha, okay. Verstehe ich. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Ach so. Davon gibt es eine Menge hier. Ja, die sind nicht so schlimm wie Motten. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Stimmt. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste. Tja, das ist die Zeit. Oh. Cool. Cool, cool. Oh, Säcke. So weich. Mit Schmusi weich ultra gewaschen? Nein. Mit Schmusi weich ultra. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Aha. Atomfrisch. Atomfrisch, ja, ist klar, Bruder. Stromzähler. Können wir das machen? Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Ups. Wer könnte das nur sein? Haha, Plakat, ja. Aber ist so ein kleiner Wäscheraum, da ist jetzt nichts so special dran. Das sieht aber genauso aus wie... Okay, die Musik ist geil. Ja, wir können das actually machen. Wir gehen zum Bett. Hallo, Hoti und Moti. Ich weiß schon instant den ersten Trick, den man hier machen kann. Soll ich das machen? Ich kann mich nicht. Nein, willst du vorher schon mit denen reden. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für 2 Pullover ist es doch viel zu warm. Okay, steh schon. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber ja. In der Zeit... Ja, es ist schon schwer. Hoti und Moti, die das sind ist quasi schon sehr ähnlich. Heime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Mhm. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Ja, ja, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen, oh mein Gott. Hoti und Moti sind sehr ungewöhnliche Namen. Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Mandelförmigen Augen? Ich weiß ja nicht, wie Manteln aussieht, aber okay. Finde ich lustig, ja, muss ich sagen. Wer seid ihr? Ich bin Moti.
Und das ist Hoti. Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab, kommt ihr mit? Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Hau rein. Gib mir die Freiheit, wenn du sie findest. Ich beweise ihnen jetzt, dass sie keine siamesischen Zwillinge sind. Still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Wow. Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Bist du Chirurg oder sowas? Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Ja, wie liegt das nicht? Sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Ja. Warte, wo ist das Laken? Kann ich nicht das Laken mit dem Laken interagieren? Ich möchte mit dem Laken interagieren. Wollt ihr ein paar Kartoffeln? Nein. Die Grunde. Sagtest du das hier? Kann ich jetzt beim Bett? Bah, ich möchte doch nur die Kartoffelchips. Ah, ich möchte. Okay, ist egal. Dann lasse ich euch, Hoti und Moti. Kann ich. Dann muss ich nochmal mit ihnen reden. Vielleicht sind sie jetzt irgendwie. Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Oh je. Okay, dann halt nicht. Hoti und Moti, ist mir eigentlich egal. Sag ich euch, wie es ist. Schloss. Tür. Was ist hier drin? Ah, hier waren wir schon. Was ist denn hier drin? Ein Badezimmer. Unglaublich. Können wir das Licht anmachen? Okay. Den Schlauch nehmen? Das wäre echt cool. Ich hätte gerne einen Schlauch. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Feuer legen, oder was? Ja, finde ich gut. Können wir den Schlauch ich benutzen? Nie Feuerwehrmann. Ja. Was bringt uns dann dieser Schlauch? Können wir den anschneiden? Warte, das will ich nicht. Entschuldigung, aber Sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Okay. Das ist ein klassisches Fun-Accessoire. Spiegel. Das ist ein Raum, den brauchen wir später dann. Ich werde schon sehen, wieso. Ihr werdet schon sehen, wieso. Das sieht gefährlich aus. Jumpscare! Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, warte mal. Woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Warum nennt man dich den Schlüsselmeister? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Stimmt schon, ja. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Ja. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend.
Was weißt du noch? Achso. Ah ja, okay, das haben wir schon. Weißt du, wie ich rausgucke? Das weißt du sicher. Der weiß das, der ist smart. Ja. Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Okay. Ich glaube, ich weiß ja, jetzt, ich, wir wissen, wenn wir Fragen haben, können wir jederzeit. Hast du sonst noch eine Frage? Nein. Nein, ich muss einfach weg. Grüß die Freiheit. Ja, mache ich für dich, mache ich das. Warte mal. Was meinst du, Harvey? Keine gute Idee, das oder? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch. Ich mein's ernst. Feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keine Verzweiflung. Zum Glück. Ich habe nur wichtige Sachen. Ist da vielleicht Lea. Was drin? Lea, okay. Lea ist gut, Lea ist schön, Lea ist fein. Da schiebe ich mir mein Bein, ne? Oh. Sind die jetzt noch... Ne, die sind jetzt nicht mehr da, weil sie frei sind. Okay, die Decke... Mit Krümel. Im Bett darf man ein Chips essen. Ist da nicht die... Wie lange geht die Folge noch? Geht schon ziemlich lange, oder? Ah, weniger als eine Minute. Okay. Was für ein Zufall. Beenden wir den Timer. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und ciao.